Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, liebe Gäste. Im Namen der Schenker Eurocargo Deutschland AG heiße ich Sie herzlich willkommen. Willkommen hier in Friedewald, zumindest heute. Und verkehrstechnisch gesehen unser Zentrum in Deutschland. Falls Sie auf der Herfahrt einen anderen Eindruck hatten, dann denken Sie bitte daran, dass es nicht nur im Auge eines Wirbelsturms, sondern auch in Zentralen oftmals am ruhigsten ist. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch und danken Ihnen dafür, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit uns die Fertigstellung unserer zentralen Umschlaganlage Hub Friedewald zu feiern. Mit einem besonderen Dank für die Annahme unserer Einladung begrüße ich den Herrn Bundesverkehrsminister Matthias Missmann. Den Minister für Wirtschaft, Verkehr, Technologie und Europaangelegenheiten des Landes Hessen, Herrn Lothar Klemm. Den Bürgermeister der Gemeinde Friedewald, Herrn Werner Schäfer. Den Präsidenten des Bundesverbandes Spedition und Lagerei, Herrn Bernhard Bünk. Den Vorsitzenden des Vorstandes der Schenker Renus AG und Mitglied des Vorstandes der Stinnes AG, Herrn Dr. Hans-Erich Forster. Den Vorsitzenden des Aufsichtsrates unseres Unternehmens, Herrn Rainer Biermann. Sowie die Damen und Herren des Gemeinderates und der Presse. Dass Sie trotz zahlreicher anderer Verpflichtungen heute zu uns gekommen sind, ehrt uns und unterstreicht die Bedeutung des heutigen Tages und der zentralen Umschlaganlage Hub Friedewald für unser Unternehmen. Entscheidungen haben sich nicht mehr nach vorhandenen Mitteln zu richten, sondern die Mittel werden durch Entscheidungen geschaffen. Der frühere UN-Generalsekretär U Thant hat diese Regel für die Politik aufgestellt. Sie gilt auch für kreative Unternehmenspolitik. Weder das Gegebene noch Erfahrungen dürfen ausschließlich Maßstab der Entscheidungen sein. Denn wir hätten dieses Hub wohl kaum gebaut, wenn wir nur auf die Rentabilität in der Stückspedition geschaut, Risiken klassisch hoch bewertet und die Einwände unserer Praktiker in der Kreativphase diskussionslos akzeptiert hätten. Heute haben wir es geschafft. Das Stückgutsystem der Schenker Eurocargo Deutschland AG wird mit Hilfe des Hub in eine deutlich höhere Qualitätsdimension gebracht. Schneller, sicherer, zuverlässiger und vor allem ökologischer. Wozu wird das Hub Friedewald benötigt? Ich könnte es mir leicht machen und auf die Integrators und Paketdienste verweisen, die schon seit Jahren mit Nabespeichersystemen arbeiten. Für diejenigen, denen die Systematik nicht so geläufig ist, versuche ich dennoch eine kurze Darstellung. Ein Stückgutsystem lebt von der Bündelung von Warenströmen. Bei der Abholung, bei der Auslieferung und in den Linienverkehren zwischen den Umschlagterminals. Die Einbindung möglichst vieler Terminals bringt die Bündelungs- und Verteilfunktion näher an die Lieferanten und Empfänger, an unsere Kunden. Dies verkürzt Laufzeiten, erhöht Zuverlässigkeit und Sicherheit. Vor- und Nachlaufentfernungen werden kürzer, es werden bei gleicher Leistung weniger Kilometer gefahren, Verkehrs- und Umweltbelastung sind geringer. Heute nutzen ca. 45 im Stückgutausgang aktive Niederlassungen unseres Unternehmens in Deutschland je nach Ausgangsvolumen zwischen 25 und 35 Empfangsterminals für die Verteilung ihrer Stückgüter. Zur Erzielung der eben genannten Vorteile werden wir das deutsche Stückgutsystem auf 51 fest miteinander verknüpfte Terminals ausdehnen. Die Direktverknüpfung der Terminals durch übliche Linienverkehre würde aber fast zu einer Verdopplung der heute 1.300 Nachtfahrten führen. Dies wäre
weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Hier setzt der Vorteil des Hubsystems ein. Ergänzend zu den bestehenden Direktlinienverkehren rollen täglich ab 18 Uhr speziell für diesen Zweck konstruierte Großraumfahrzeuge auf das Hub zu. Und das von allen 51 angeschlossenen Geschäftsstellen. Sie sind mit Sendungen für die Zielgebiete beladen, die nicht im direkten Linienverkehr bedient werden. Zwischen 19 Uhr und 1.30 Uhr in der Nacht erfolgt der Umschlag dieser Sendungen hier im Hub, die für das eigene Verteilergebiet bestimmten Sendungen aus anderen Geschäftsstellen nehmen diese Fahrzeuge wieder mit zurück. Morgens früh treffen sie in ihren Heimatterminals ein und die Verteilung der Stückgüter kann zeitgerecht erfolgen. So gelingt die beabsichtigte Bündelung bei Abholung und Zustellung ohne die sonst unvermeidliche Ausweitung der Nachtfahrten. In einer zweiten Phase werden wir das Hub Friesewald in ähnlicher Systematik für den Ausbau unserer grenzüberschreitenden Verkehre nutzen. Weiterhin denken wir daran, unsere europäischen Schwestergesellschaften die Möglichkeit zu geben, ihre Europaverkehre in ähnlicher Weise auszubauen. Ab sofort aber kann das Hub von unseren Geschäftsstellen und deren Kunden auch als externe Konsolidierungs- oder Kommissionierungsanlage genutzt werden. Für kreative Beschaffungs- und Distributionslogistik bieten sich neue Ansätze. Erweiterungsfläche für den Bau, zum Beispiel eines Zentrallagers, steht hier in Friedewald noch zur Verfügung. Meine Damen und Herren, beim Bau dieser Anlage hat es sehr viele Helfer gegeben. Ich möchte mich im Namen des Unternehmens besonders bedanken bei Herrn Bürgermeister Schäfer und seinen Mitstreitern im Gemeinderat und den beteiligten Verwaltungen für die hervorragende Zusammenarbeit. Bei Herrn Architekten Lutz und seiner Mitarbeiterin, die diese Anlage geplant und den Bau gesteuert haben. Bei den beteiligten Baufirmen und deren Mitarbeitern für eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Bauleistung. Unser Dank gilt auch den Bürgern von Friedewald und der Presse, die unsere Investition wohlwollend begleitet haben. Auch den am Entscheidungsprozess innerhalb unseres Unternehmens beteiligten Mitarbeitern sage ich herzlichen Dank für ihr tatkräftiges Mitwirken. Last but not least, da bedanke ich mich bei Herrn Vogler und seinen Mannen, welche die Hauptlast der Systemplanung zu tragen hatten und die nunmehr vor der großen Herausforderung stehen, die hohen Erwartungen an unser Hubsystem zusammen mit den Mitarbeitern in unseren Niederlassungen auch zu erfüllen. Meine Damen und Herren, wir wollen mit unserem Stückgutsystem, und das klar und deutlich gesagt, die Nummer eins sein. Und uns nicht damit begnügen, Zweiter zu sein. Warum? Ein kleiner Test. Der menschliche Geist ist verwöhnt. Er behält im Gegensatz zum Computer eben nicht alles, was man ihm eintrichtert. Wie bekommt man ihn so weit, dass er Namen behält? Man muss Erster sein. Welcher Pilot überquerte als erster den Atlantik? Richtig, Lindbergh. Wer aber war der Zweite? Wer flog als erster Mensch durch das Weltall? Gagarin, stimmt's? Und als Zweiter? Ich glaube, damit habe ich die letzten Zweifel daran beseitigt, wie wichtig es ist, Erster zu werden. Eine Herausforderung für wahr. Aber was wäre das Leben ohne Herausforderung? Danke. Meine Damen und Herren, ich darf Sie nach dieser Begrüßung jetzt als eine Art Konferencier durchs Programm begleiten. Ich werde mich bemühen, das so gut wie möglich zu machen. Sicherlich bin ich kein Thomas Gottschalk. Ich bin auch nur 1,75 groß. Meine Damen und Herren, Verkehr ist schon immer von Politik beeinflusst worden. Und wer glaubt, dass dies mit der Deregulierung aufhört, der irrt wahrscheinlich,
wenn man auf die Diskussion Richtung Umwelt, Ökologie schaut. Insofern sind Politiker wichtig für die Verkehrswirtschaft. Und die Verkehrswirtschaft hat als Ansprechpartner für die Politiker die entsprechenden Verbände. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass jetzt drei Herren Grußworte übernehmen werden. Als erstes Herr Minister Klemm, als zweites Herr Bürgermeister Schäfer von Seiten der Politik und als drittes der Präsident des Bundesverbandes Spedition und Lagerei, Herr Bernhard Bünk. Herr Minister, das Mikro steht zur Verfügung. Bitte sehr. Herr Kollege Wissmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass heute Gelegenheit gegeben ist, bei der Eröffnung dieser wichtigen Einrichtung unmittelbar nach einer Rede reden zu können, mit der Hessen etwas verbindet. Sie haben eben hier gesagt, Ihr Unternehmen will die Nummer eins sein. Und dazu sage ich, herzlich willkommen in Hessen. Wir wollen auch das wirtschaftsstarke Land in der Bundesrepublik Deutschland sein, meine Damen und Herren. Und wir haben dazu ausgezeichnete Voraussetzungen, wenn wir die Strukturen, die wir heute haben, jetzt tauglich machen, um in der zweiten Hälfte der 90er Jahre im internationalen Standortwettbewerb nicht zwischen deutschen Regionen, sondern mit den europäischen Konkurrenzregionen, mit denen wir in wirklichem Wettbewerb stehen, die Strukturen zu entwickeln, die uns in der Mitte Deutschlands und im Herzen Europas zu dem wirtschaftsstarken Land im europäischen Maßstab machen. Die Tatsache, dass bei der Eröffnung dieser Einrichtung eine Kapelle in Bergmannskleidung aufspielt und mit dieser Einrichtung im Verkehrsbereich ein Schritt in das nächste Jahrtausend zur Verkehrsorganisation gemacht wird, zeigt, Hessen hat industriell und wirtschaftlich eine große Tradition und eine gute Zukunft. Und dazu brauchen wir Unternehmungen, die sich auf die Herausforderungen dieser Zeit wirklich einrichten und die sie mit dem Ziel starten, nicht in der Mitte mitzuspielen, sondern an der Spitze zu stehen. Landespolitik in einem wirtschaftsstarken Land muss sich dieser Herausforderung stellen und wir wollen das tun. Ich bin dazu bereit, in der Diskussion der tagespolitischen Entscheidungen dann auch immer aufs Neue und im konkreten Fall die Frage zu stellen und zu beantworten. Sind unsere Entscheidungen geeignet, uns auf diesem Ziel, auf diesem Weg zum Ziel, Nummer eins wirtschaftlich zu sein, ein Stück weiter voranzubringen, um diese Zukunft zu gewinnen? Bin mir darüber im Klaren, dass wir die starke Stellung Hessens, die sich in unseren enormen Zahlungsverpflichtungen in den Länderfinanzausgleich deutlich widerspiegelt. Mehr als dreimal so viel zahlt jeder Hesse als der Einwohner des nächsten Bundeslandes, das einzahlt in den Länderfinanzausgleich. Dass das nicht ein Lorbeer ist, auf dem wir uns ausruhen können, sondern eine Verpflichtung für die Zukunft, die Anstrengungen zu intensivieren, um heute mit die Strukturen zu entwickeln, die solche stolzen Zahlen auch am Ende dieses Jahrzehnts und zu Beginn des neuen Jahrtausends möglich machen. Die guten Wirtschaftsstrukturdaten, die Infrastruktur und die zentrale Lage Hessens bietet dafür hervorragende Voraussetzungen. Um diese wichtige Rolle als führende Rolle im Konzert der europäischen Wirtschaftsregionen spielen zu können, sind deshalb
internationale, kontinentale und regionale Verkehrsverbindungen für uns unabdingbare Voraussetzung. Auch bei der Eröffnung einer wichtigen Einrichtung im Bereich des Straßenverkehrs sage ich deshalb, die Bedeutung des Flughafens Frankfurt als des größten Frachtumschlagplatzes des Kontinents ist der Infrastrukturvorteil unseres Landes. Und wir werden jetzt die Weichen zu stellen haben, dass Frankfurt der mit Abstand größte Frachtumschlagsplatz transkontinental bleibt. Mit der Entscheidung für die Cargo City Süd wird der Weg geebnet, damit wir die Frachtumschlagskapazitäten dort mehr als verdoppeln können. Und ich sage auch in dieser Runde, die Entscheidung zum Aufbau der Cargo City Süd duldet keinen Aufschub. Wir brauchen diese Entscheidung jetzt und wir müssen und werden sie jetzt treffen. Dies ist die zentrale Infrastruktur, die unser Land in entscheidender Weise prägt. Und ich will die Gelegenheit benutzen, bei Herrn Kollegen Wissmann auch in dieser Runde dafür zu werben. Wir wollen die Einbindung Frankfurts und Fuldas in die transeuropäische Schienenverbindung von Paris nach Warschau nicht, Herr Kollege, irgendwann, sondern jetzt, schnell, am besten sofort. Und ich sage Ihnen, jede Bereitschaft des Landes Hessen als Wirtschafts- und Verkehrsminister zu, alle Planungsvoraussetzungen dafür schnell und zügig zu schaffen, damit diese Einrichtung schnell auf die Schiene kommt. Wir werden nicht akzeptieren, und ich bitte um Nachsicht dafür, dass der wichtige europäische Platz Frankfurt nur in zweiter Priorität hinter Nürnberg in eine transeuropäische Schienenverbindung kommt. Frankfurt als europäische Wirtschaftsmetropole hat Priorität. Und ich werbe dafür, dass eine solche Situation auch auf der Ebene des Bundes mit dieser Priorität vollzogen wird. Wir wollen gemeinsam eine Anstrengung unternehmen, um diese wichtige europäische Achse schnell voranzubringen. Denn wir treten an, um Verkehrspolitik in diesem Wirtschaftsraum Rhein-Main effektiv und abgestimmt zu organisieren. Wir wollen eine Vernetzung der Verkehrsträger Straße, Schiene, Wasser und Luft und wollen die Stärken jedes einzelnen Verkehrsträgers herausstellen. Wir wollen Mobilität organisieren, aber auch umweltschonend organisieren. Energiesparend, sicher, wirtschaftlich leistungsfähig und attraktiv, um daraus die Grundlage zu schaffen, nicht nur eine Infrastruktur darzustellen, sondern gleichzeitig auch Lebensverhältnisse so zu organisieren, dass wir sagen können, dieser Raum ist nicht nur ein attraktiver Wirtschaftsstandort, sondern man kann auch gut bei uns leben. Und die Tatsache, dass der ausgesprochen schöne Blick, den Sie hier haben, wenn Sie aus diesem Zelt heraustreten, unmittelbar aus einem Gewerbegebiet möglich ist, macht deutlich, Hessen bietet mehr und lässt sich nicht nur definieren durch die Entfernung zu dem wichtigen Flughafen, sondern Hessen bietet Lebensqualität, es ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort und ein guter Investitionsstandort. Ich möchte sagen, der Investitionsstandort in Europa. Und ich will natürlich die Gelegenheit benutzen, auch gerade in dieser Runde, dafür zu werben, wir wollen noch mehr Investitionen in diesem Land haben. Und wir bieten die Bereitschaft, gerade in einer Zeit, in der die Frage gestellt wird, leistet Politik in Genehmigungsverfahren, in Abstimmungsprozessen ihre Aufgabe wirklich vernünftig, Ihnen zu sagen, wir wollen helfen. Wir wollen zügigere Verfahren organisieren. Wir wollen schneller zu Entscheidungen kommen. Wir wollen uns dem Wettbewerb mit anderen Regionen stellen. Und ich lade ein, dieses Angebot zu testen. Das Wirtschaftsministerium in Hessen ist der Partner mit der Einrichtung einer Clearingstelle, die wir vorgenommen haben, für all diejenigen, die den Eindruck haben, dass wichtige arbeitsplatzschaffende Investitionen schneller vorankommen könnten, wenn Behörden schneller arbeiten, sich dann an diese Einrichtung zu wenden.
Wir wollen den Dialog moderieren im Bereich der Landesregierung und zu anderen Behörden, weil wir Investoren für dieses Land gewinnen wollen, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Und meine Damen und Herren, mit dieser Maßnahme, die heute hier übergeben wird, schaffen wir gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass dieses Land vor sich eine gute Zukunft hat. Sicherlich auch Schwierigkeiten, denn der Wegfall der Grenze bedeutet für die Region auch die Notwendigkeit, sich auf neue Verhältnisse einzustellen. Durch Veränderungen der regionalen Zuschnitte und Fördergebiete haben wir aber erreichen können, in Kooperation mit der Bundesregierung, wofür wir dankbar sind, in Kooperation mit der Europäischen Union, wofür wir ebenfalls dankbar sind, dass wir Möglichkeiten haben, aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur und aus der 5B-Förderung in erheblichem Ausmaß wirtschaftsnahe Infrastrukturen in dieser interessanten hessischen Region mitzuentwickeln. Und wir haben gerade die Möglichkeit, jetzt im Bereich der 5B-Förderung unser Programm für die Jahre bis 1999 zu bestimmen. Und ich möchte gerne, dass wir gemeinsam erreichen, wirklich die Chancen zu nutzen, die darin bestehen, dass für unser Haus erhebliche Mittel für den Aufbau wirtschaftsnaher Infrastrukturen zur Verfügung stehen, dass wir dieser Region eine Zukunft aus eigener Kraft ermöglichen. Nicht Maßnahmen schaffen, die aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte noch leben, sondern Strukturen aufbauen, die Chancen für die nächsten Jahrzehnte bieten, ist unsere Aufgabe. Und ich denke, dass es deutlich wird bei diesem Beispiel, das wir heute hier in Betrieb nehmen können, dass das eine solche Maßnahme ist. Uns ist sehr bewusst, dass der Satz Güter auf die Schiene und aufs Wasser allein nicht in der Lage ist, die straßenverkehrlichen Belastungen so zu reduzieren, wie das wünschenswert wäre. Deshalb ist uns sehr geläufig, dass flankierend hinzukommen muss, ein besseres Transportmanagement. Ein besseres Transportmanagement zu organisieren, dazu bedarf es Einrichtungen wie dieser. Weniger Leer- und Umwegfahrten, effektives Flottenmanagement findet deshalb unsere verkehrspolitische Unterstützung und wir brauchen Mobilität auch im Güterverkehr, wenn wir das starke wirtschaftliche Zentrum in der Mitte Europas nicht nur sein wollen, sondern wirklich etwas tun wollen, um die Strukturen auch zu erhalten und zu schaffen, die das ermöglichen. Die Tatsache, dass hier neue Arbeitsplätze entstehen, bedeutet für mich gleichzeitig das Signal, dass es jetzt darum gehen muss, die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Erholung, die sich abzeichnen, zu nutzen, um die Herausforderung der Wirtschaft und der Gesellschaft, die wirklich die Herausforderung dieses Jahrzehnts ist, in die Tat umzusetzen. Wir brauchen neue Arbeitsplätze. Neue Aufgaben, die es den Menschen in diesem Land ermöglichen, ihren Platz in dieser Gesellschaft zu bestimmen, ihre Einkünfte zu erzielen, für sich und diese Gesellschaft Zukunftschancen zu entwickeln. Möglichkeiten wie der Erschließung von Gewerbegebieten, gerade in Regionen unseres Landes, die in der Vergangenheit strukturell eher Probleme hatten, wollen wir den Weg mitgehen, der Zukunftsgestaltung heißt. Die zentrale geografische Lage, zügigeres Schaffen von Planungs- und Baurecht und Verfügbarmachen von geeigneten Flächen ist dazu eine wichtige Voraussetzung. Ich freue mich, dass Sie mit dieser neuen Einrichtung hier in Hessen sind und ich wünsche mir, dass noch viel mehr hinzukommt. Alles Gute für die Zukunft. Ich denke, Sie haben einen guten Platz gewählt. Sehr geehrter Herr Monning,
Sehr geehrter Herr Bundesverkehrsminister Wissmann, sehr geehrter Staatsminister Klemm, meine verehrten Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde im ehemaligen Zonenlandgebiet darf ich Ihnen allen, insbesondere den Damen und Herren der Schenker Euro Cargo Gruppe, die herzlichsten Grüße und die besten Wünsche der gemeindlichen Körperschaften zu diesem Tag übermitteln. Sie werden Verständnis dafür aufbringen, wenn dieser Tag für mich und insbesondere für unsere Gemeinde ein freudiger Tag ist. Denn diese Stunden erfüllen einen mit Genugtuung, dass die Arbeit, die vor vielen Monaten begonnen hat, zum Erfolg gekommen ist. Dieser Tag ist ein wichtiger Tag in der wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung unserer Gemeinde Friedewald. Es ist uns gelungen, in verhältnismäßig kurzer Zeit eine 10-Millionen-Investition hier zu vollenden. Und ich erinnere mich noch sehr wohl an die ersten Gespräche im Frühjahr 1992 mit Ihrem verehrten Herrn Vogler und mit Herrn Lutz als den zuständigen Architekten, als es darum ging, Friedewald, ich sag mal, auszugucken für die Investition der Schenker Euro Cargo Gruppe. Schnell und zielstrebig wurde gehandelt, nachdem das ca. 30.000 Quadratmeter Grundstück vorgemerkt und ins Auge gefasst war, ist man in kurzer Zeit mit einem entsprechenden Emissionsgutachten einer Bauvoranfrage zu den Zielen näher gerückt. Nämlich dem Ziel, schnell einen Bauantrag einzureichen, der dann die Investition dieses Deutschland, später Euro-Hubs in Friedewald ermöglichen sollte. Wir als kleine Gemeinde, die wir zwischenzeitlich schon 3 Erschließungsabschnitte dieses Gewerbegebietes haben durchführen können, waren mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan natürlich in zeitliche Schwierigkeiten geraten, weil parallel zu der Schenker Eurocargo-Investition wir unsere Erschließungsinvestitionen vorantreiben mussten. Sprich, Sie müssen sich vorstellen, das waren vielleicht 30 kleinere Parzellen. Es musste ein Baulandumlegungsverfahren koordiniert werden und die entsprechenden Dinge zeitlich abgestimmt dann zur Investition unserer eigenen Erschließungsinvestitionen, aber auch mit der Schenker Eurocargo koordiniert werden. Nur die Eingeweihten unter uns wissen, dass wir es irgendwie geschafft haben. Wir haben es geschafft, und zwar mussten wir als kleine Gemeinde natürlich immer wieder versuchen, die Erschließungsleistung so günstig wie irgend möglich zu gestalten. Dazu haben wir, Herr Staatsminister Klemm, selbstverständlich wie bei allen 3 anderen Erschließungsabschnitten auch die Hilfe des Landes bedurft. Wir haben schnell in der Absprache mit den Fachbehörden einen entsprechenden Zuwendungsantrag für eine Erschließungsinvestition von 1,6 Millionen Mark in Ihrem Hause vorbereitet, gestellt, und wir konnten in äußerst kürzester Zeit, und das bestätigt Ihre These, dass Sie mithelfen, Landesregierung hilft mit, um erschließungstechnische Dinge voranzutreiben mit entsprechenden Zuwendungen. Wir konnten eine Zuwendung für diese Investition von 1.008.000 D-Mark bekommen. Und auch diese Investitionshilfe kommt allen, die noch, betone noch, in den restlichen rund 50.000 Quadratmetern hier in diesem Bereich investieren wollen, zugute. Aber auch, Herr Monning, Ihren Unternehmen ebenfalls, denn diese Kosten sind anzurechnen, den Betrieben zugute zu bringen. Ich glaube, dafür darf ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Herr Staatsminister Klemm, nehmen Sie bitte auch den Dank insbesondere an Ihren Vorgängerkollegen Staatsminister Weldecke mit nach Wiesbaden, denn er war bei der Zuschussbewilligung sehr maßgeblich beteiligt. Meine Damen und Herren, wenn ich dies so schildere, dann deswegen, weil der zeitliche Druck natürlich von Ihrem verehrten Herrn Vogler mir gegenüber, sprich der Gemeinde gegenüber,
Mit der Einreichung des Bauantrages dann am 25. Juni des vergangenen Jahres. 25. Juni des vergangenen Jahres hat ein Bürgermeisteramt die Pakete gebracht. Hat gesagt, hier Bürgermeister, hier hast du den Apparat. Und zeitliche Vorgabe, na, wenn wir das in 3 Monaten schaffen, dann, naja, mir wurde wirklich bange. Wenn ihr das schafft, so sein Wortlaut, wenn ihr das schafft innerhalb von 3 Monaten, dann seid ihr im Eurocargo-Konzern Spitze. Oh, es war schwierig. Aber mit Hilfe des Landkreises als Baugenehmigungsbehörde mit vielen Fachbehörden haben wir, stellen Sie sich vor, 25. Juni, es war ja vor der Sommerpause, wo auch Beamte eben, ich mache ihren wohlverdienten Urlaub nehmen, ist es uns wirklich gelungen und phänomenal, für mich phänomenal. Das bestätigt auch die These, wir wollen mithelfen, nicht nur das Land, sondern auch jede kleine Gemeinde, die sich um Gewerbeansiedlungen bemüht, mithelfen, mit den Fachbehörden ein Genehmigungsverfahren so kurz wie irgend möglich zu gestalten. Es ist uns gelungen, innerhalb von 2 Monaten die Baugenehmigung zu erwirken. Ich glaube, das ist ein wirklicher Dank an alle, die mitgeholfen haben. Hier müssen wir dem Landkreis, Herr Kreisbeigeordneter Hühner als Vertreter von Landrat Holzhauer, nehmen Sie bitte stellvertretend für alle Behörden, die dann beteiligt waren in diesem Verfahren, den Dank mit und ebenfalls an Ihre Mitarbeiter. Das ist Wirtschaftspolitik und da übertreibe ich nicht, meine Damen und Herren, selbst auf der grünen Wiese einer kleinen Gemeinde. Das ist Engagement und so muss es weitergehen. Dann kommen wir in Deutschland und in Hessen, betone in Deutschland und in Hessen, deswegen, weil wir, ich sag mal, unseren Bundesverkehrsminister hier haben, ganz bestimmt auch in der wirtschaftlichen Entwicklung Vorrang. Meine Damen und Herren, ich schließe in den Dank natürlich mit ein, alle Firmen, die an dem Projekt des Hubs Friedewald beteiligt waren. Ich nenne jetzt nur mal stellvertretend die Firma Wiegand, die aus unserem Beritt hier aus der unmittelbar Nachbarschaft gelegenen Gemeinde Philippsthal gute Bauarbeiten geleistet hat. Natürlich konnten nicht alle Firmen, die ich nur ein bisschen vorgeschlagen hatte, in diesem Auswahlverfahren beteiligt werden. Sie haben Verständnis, ganz klar. Aber es ist uns gelungen, doch einiges hierher zu bekommen. Dafür möchte ich, Herr Monning, stellvertretend Ihrem Unternehmen, aber auch dem Architekturbüro Lutz danken. Auch den Bauhandwerkern. Und ich erinnere mich auch an die wunderschöne, bei kühler Witterung im Februar durchgeführte Einweihungsfeierlichkeit. Herr Lanzke, wir haben uns eben gerade noch drüber unterhalten. Es war kühl, aber trotzdem sehr schön. Und ich erinnere mich auch an den wunderschönen Richtspruch, der hoffentlich in die Geschichte dieses Hubs Friedewald eingehen dürfte. Ihnen zu verlesen wäre jetzt eigentlich zu viel, aber es soll ein kurzes Grußwort sein. Ich erinnere nur daran, das sind Bausteine einer Aufwärtsentwicklung, die Freude bereitet. Meine Damen und Herren, ich komme auch gleich zum Ende, ich langweile Sie nicht mehr. In der heutigen Zeit der modernen Verkehrsmittel, mit dem Blick auf das nächste Jahrtausend, brauchen wir nicht nur neuzeitliche computergesteuerte Maschinen. Nein, wir benötigen auch supermoderne Verkehrsmittel. Um die Warenströme, die in einer modernen volkswirtschaftlichen Situation, insbesondere in der Aufwärtsentwicklung der jetzigen Talphase der Konjunktur, notwendig sind, brauchen wir die Warenströme in eine emissionsfreundliche Beförderungsart zu drängen. Wir alle wissen, dass wir neben der Deutschen Bundesbahn insbesondere das Automobil, aber insbesondere auch den Lastwagen und die dazugehörigen Straßen in diese Beförderungsüberlegung mit einbeziehen müssen. Auch zukünftig wird der Lastwagen und der PKW bei allen Verteufelungen von bestimmten Gruppierungen immer wieder die Nummer 1 unserer Beförderungssysteme bleiben. Da wird die Bahn nicht drankommen. Wir als Gemeinde Friedewald, meine Damen und Herren, wir liegen nicht nur im Herzen Europas, nein, wir liegen an der Achse Paris-Friedewald-Moskau. Die These wird natürlich richtigerweise bestätigt dadurch,
dass die weltweit tätige Schenker Eurocargo-Gruppe frühzeitig diesen Standort genauso gesehen hat wie ich und deswegen auch ihre Investitionen hierher gelenkt hat. Das ist klar. Wir wissen auch, dass die Verkehrsdichte immer wieder zunimmt und mehr zunimmt. Und deswegen ist auf dem Autobahnausbau, Herr Minister Wissmann und Herr Minister Klemm, eine besondere Priorität zuzumessen. Ich persönlich als Bürgermeister der Gemeinde Friedewald, verkehrsgünstig gelegen an der A4, vertrete die Auffassung, dass der verkehrsgerechte, nach meiner Meinung, dreispurige Ausbau zwischen Kirchheim und Eisenach notwendiger ist denn je, um diese Verkehrsströme auch auf dieser wichtigen Achse noch besser als bisher lenken zu können. Dies trägt auch dazu bei, unsere Umwelt zu schonen. Da brauchen wir uns eigentlich gar nicht drüber zu unterhalten. Wir müssen aber in diesem Verkehrswegeausbau auch, und deswegen spreche ich das bewusst an, weil wir hochpolitische Prominenz, Gott sei Dank, mal in unserer Gemeinde haben, der Schutz der Bevölkerung vor Emissionen und Lärm muss auch bei diesen Gesamtüberlegungen mit einfließen. Dieser Schutz unserer Bevölkerung muss beachtet werden und muss uns am Herzen liegen. In diesem Punkt gilt Ihnen, Herr Bundesverkehrsminister Wissmann, meine herzliche Bitte und Aufforderung, die notwendigen Schallschutzmaßnahmen an dem Autobahnzubringer A4 Friedewald und an der Umgehungsstraße B62 Friedewald bezogen auf unser Neubaugebiet, was vorher schon da war an der B62. Ich werde Ihnen diesbezüglich natürlich immer gelegenheitsmäßig ein Brieflein überreichen gleich, was Sie bitte gern mitnehmen für Ihr Haus. Ja, ich nutze alle Gelegenheiten. Meine Damen und Herren, die Gesundheit unserer Bevölkerung muss uns allen am Herzen liegen und deswegen meine ich, ist gemeinsames Handeln auch in dieser Hinsicht notwendig. Meine Damen und Herren, wir als kleine Gemeinde Friedewald haben seit 1976 mit Engagement wirtschaftspolitische Aktivitäten entwickelt. Drei Erschließungsabschnitte im Gewerbegebiet. Als ich vor 18 Jahren hier begonnen hatte, hatten wir im Gewerbegebiet 32 Arbeitsplätze. Wir haben nahezu 540 jetzt an Anzahl bekommen. Selbstverständlich ist damit die besondere Hilfestellung des Landes Hessen und des Bundes im Rahmen der ehemaligen Zonenrandförderung mit als Grundlage anzusehen. Aber ich weiß noch, als ich mit einem großen Schild im Auto rumgefahren bin und habe kundgetan, wir helfen Ihnen, kommen Sie nach Friedewald, Zonenrandförderung und was nicht alles, hat man gesagt, der Schäfer, der spinnt. Das Spinnen hat sich im Laufe der Zeit und der Jahre geändert, indem die Leute mit Achtung und Anerkennung gesehen haben, was sich doch zwischenzeitlich auf der grünen Wiese getan hat. Auf diesem Wege wollen wir als kleine Gemeinde fortfahren und dazu bedürfen wir immer wieder der Hilfe des Bundes und des Landes Hessen. Den Appell natürlich an beide Minister versteht sich von selbst. Wir brauchen auch weiterhin Geld aus den entsprechenden Kassen. Ich höre sofort auf. Sehr geehrter Herr Monning, die Uhr wurde mir gezeigt, ist klar. Die Gemeinde Friedewald beglückwünscht Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schenker Eurocargo-Gruppe und möchte Ihnen für die Zukunft wie bisher ein hilfreicher Partner sein in der Bewältigung der noch bevorstehenden Aufgaben und in der, ich sag mal, Aktivität der Nutzung des Hubs Friedewald, was ja im Probebetrieb sehr gut angelaufen ist. Ich danke allen, die mit beteiligt waren an dieser Investition und wünsche Ihnen allen für die Zukunft ein herzliches Glück auf und für uns heute einen wunderschönen Tag, vielleicht auch noch mit ein bisschen Sonne. Denken Sie an Friedewald, es ist eine aufwärts strebende Gemeinde, wo es gilt, sich vielleicht zu überlegen, in Friedewald zu investieren. Vielen Dank. Herr Monning, ich habe natürlich ein kleines Präsent für Sie. Nehmen Sie unser schönes Wappen als Dank und Anerkennung für diesen wirklich historischen Tag.
Herr Bundesminister Wissmann, Herr Staatsminister Klemm, Herr Bürgermeister Schäfer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zuerst einmal möchte ich mich bei Herrn Monning dafür bedanken, dass ich hier als Präsident des BSL ein Grußwort sprechen kann. Die Einladung ehrt mich und den Verband, den ich vertrete. Und auch wenn ich nicht als Erster spreche, sondern als Dritter, ich hoffe, Sie erinnern sich, dass ich hier war, nicht? In der Gewerbepolitik verbindet uns mit Schenker Eurocargo eine enge und gute Zusammenarbeit. In zahlreichen Verbandsausschüssen ist Schenker Eurocargo vertreten. Und in diesem Zusammenhang darf ich vielleicht auch erwähnen, dass Schenker Eurocargo zu den potentesten Beitragszahlern gehört. Und als Präsident weiß man das natürlich zu würdigen. Das Terminal, das wir heute einweihen, ist keine der üblichen speditionellen Umschlagsanlagen. Das Hub Friedewald steht für eine bestimmte Strategie der Organisation des Sammelgutverkehrs. Die Verknüpfung eines Terminal-Netzwerkes in Form des NABE-Speichersystems ist aus der Welt der Paket- und Kurierdienste schon länger bekannt. Herr Monning, Sie haben ja eingangs darauf schon hingewiesen. Bei Schenker Eurocargo wird dieses System jedoch zum ersten Mal, zumindest soweit ich es weiß, auch für den allgemeinen Sammelgutverkehr eingesetzt. Pakete haben eine bestimmte Form, sind gewichtsmäßig begrenzt und lassen sich beim Umschlag, dem zentralen Glied jeder Transportkette, mehr oder weniger automatisch verarbeiten. Allgemeiner Sammelgutverkehr besteht dagegen aus den unterschiedlichsten Gebinden mit stark abweichenden Gewichten und Abmessungen. Dadurch wird die Hub-Philosophie in der Umsetzung viel komplizierter und anspruchsvoller. Und, meine Damen und Herren, Schenker Eurocargo hat dafür eine Antwort. Sie heißt systematischer Einsatz von Paletten und Beförderung mit Doppelstock-Lkw. Mit der Einrichtung des Hub Friedewald als zusätzliche Narbe im Geflecht der Sammelverkehre zwischen den Terminals ist Schenker Eurocargo bereit, einen weiteren Umschlag in der Transportkette in Kauf zu nehmen. Und jeder zusätzliche Umschlag kostet ja Geld. Aber was handelt man sich dafür ein? Nämlich schnellere, das heißt qualitativ höherwertige Dienste und eine bessere und damit auch kostensenkende Auslastung der Transportgefäße einzukaufen. Früher notwendige Lkw-Verkehre können vermieden werden. Und damit wird ein gewichtiger Beitrag zur Schonung der Umwelt geleistet. Mit dem Hub Friedewald und der dahinterstehenden Unternehmensstrategie ist im Sammelgutverkehr ein neuer Ansatz gefunden worden. Gleichzeitig Qualität, Kosten und Umwelt zu optimieren. Das ist nicht Ihre, Herr Minister. Wobei, um das noch einmal zu sagen, der Umwelteffekt beachtlich ist. Das ist, man muss es neidlos gestehen, ein großer Wurf. Der Lkw ist im Sammelgutverkehr mit seiner Flexibilität ein kaum schlagbares Transportmittel. Nichts macht dies deutlicher als sein Siegeszug nach dem Kriege, gerade im Sammelgutverkehr. Heute ist der Marktanteil der im Sammelgutverkehr abgewickelten Schienentransporte. Können Sie mich noch verstehen, oder? Ja? Heute ist also der Marktanteil der im Sammelgutverkehr abgewickelten Schienentransporte zwischen den Terminals. Sammeln und Verteilen ist auch dann nur noch auf der Straße möglich, auf einige Prozent gesunken. Und da die Beförderungen zwischen den Terminals in aller Regel in der Nacht stattfinden, ist auch kaum zu erwarten, dass die Zuverlässigkeit des Lkw im Sammelgutverkehr künftig unter Infrastrukturengpässen leiden wird. Es gibt daher gute Gründe, im Sammelgutverkehr weiter auf den Lkw zu setzen. Vor allem, wenn es gelingt, wie Schenker Eurocargo hier mit dem Hub Friedewald zeigt, durch eine gute Organisation alle wirtschaftlichen und auch ökologischen Möglichkeiten des Lkw voll auszuschöpfen. Der Sammelgutverkehr ist für viele Speditionsunternehmen ein wichtiger
oft sogar ein zentraler Geschäftszweig. Auch seine verkehrswirtschaftliche Bedeutung ist beachtlich. Der Sammelgutverkehr wird draußen oft unterschätzt. Wer weiß schon, meine Damen und Herren, dass die im Sammelgutverkehr erzielten Umsätze wesentlich höher sind als die gesamten Frachterlöse im Eisenbahngüterverkehr. Das wissen die meisten gar nicht. Auch von seiner verkehrlichen Funktion her kann die Bedeutung des Sammelgutverkehrs für Industrie und Handel nicht überschätzt werden. Die Verkehrspolitik, Gott sei es geklagt, denkt leider zuerst einmal in Tonnen. Beim Sammelgutverkehr geht es in Tonnen allerdings auch schon um rund 40 Millionen Tonnen. Der kombinierte Verkehr, politisch natürlich wesentlich interessanter, bringt es derzeit mal gut, ja, um die Hälfte dieser Menge. Aber dies alles am Rande. Meine Damen und Herren, sehen Sie mir bitte meine etwas grundsätzlichen und politischen Bemerkungen nach. Ich weiß, ich habe mein Grußwort damit ein wenig missbraucht. Was sage ich zum Schluss? Der Schenker Eurocargo, alles Gute für das Hub Friedewald und die strategischen Vorstellungen, die damit verbunden waren. Gewinner sind schon jetzt Kunden und Umwelt. Vielen Dank. Herr Staatsminister, Herr Bürgermeister, Herr Präsident, wir hatten vorgesehen, kurze Grußworte und eine längere Dankesrede für diese Grußworte. Ich sage jetzt Danke. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Höhepunkt dieses offiziellen Teils. Herr Minister Wissmann hat sich bereit erklärt, die Festrede zu halten. Im Anschluss daran wird Herr Dr. Forster zu Ihnen sprechen. Herr Minister, hier im Zelt sitzt geballte Kompetenz in Sachen Logistik und Verkehr. Wir sind alle auf Ihre Worte gespannt. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Klemm, Herr Bürgermeister, lieber Herr Monning, ich muss mich hier natürlich wohlfühlen, so von Schwarzen umgeben. Dann auch noch, Herr Bürgermeister, eingeladen auf den Mittelpunkt der Achse Paris-Friedewald-Moskau. Nein, meine Damen und Herren, Spaß beiseite. Ich bin Ihrer Einladung, Herr Monning, gerne gefolgt, weil ich glaube, dass diese zentrale Umschlagstation der Firma Schenker Eurocargo auch verkehrspolitisch Sinn macht. Sie erreichen, das ist heute bereits gesagt worden, durch die Bündelung der Güterströme eine Reduzierung der Fahrzeugumläufe und entlasten damit in einer Zeit erheblichen Verkehrszuwachses die Straßen. Sie erreichen durch das System eine hohe Wirtschaftlichkeitsperspektive und sie erreichen eine bessere Umweltschonung. Ich finde, ein praktisches Beispiel dafür, dass diese oft gehaltenen Reden über die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie Wirklichkeit werden können, wenn dahinter ein kluger betriebswirtschaftlicher Verstand und auch ein Maß an politischer Sensibilität steht. Das scheint hier der Fall zu sein. Im Übrigen zeigt Schenker Eurocargo, dass es Ihnen ernst ist mit diesem Ziel Nummer 1. Sie zeigen Ihre Bereitschaft zu Investitionen in innovative Techniken, zur qualitativen Weiterentwicklung der internen Verkehrsabläufe und Ihre Zuversicht in die Zukunft des Speditionsgewerbes. Und Sie tun das ja gerade zu einem Zeitpunkt, davon ist vorhin gesprochen worden, wo wir dabei sind, aus der
wirtschaftlichen Talfahrt herauszukommen. Nun wissen wir, dass es einen Timelag gibt zwischen der wirtschaftlichen Erholung in der Industrie und den Folgen bei Speditionen und Fuhrunternehmen. Aber alles spricht dafür, dass die Erwartungen, die die großen Wirtschaftsforschungsinstitute auf dieses und das nächste Jahr richten, Zuwachs des realen Bruttosozialproduktes für dieses Jahr in einer Größenordnung von 2% prognostiziert, für das nächste Jahr deutlich mehr, für die neuen Bundesländer 8-10% 1994, dass dann auch die Speditionen und Fuhrunternehmen, die ja durch eine schwierige Zeit gegangen sind, das dürfen wir ja nicht verschweigen, die positiven Folgen dieser erfreulichen Entwicklung spüren werden. Und sie setzen sich sozusagen mit diesem Umschlagplatz auch an die Spitze einer vernünftigen, technisch aufgeschlossenen Entwicklung. Natürlich wünsche ich mir, dass Sie diesen Verbund auch noch mit der Schiene vernetzen. Denn eines ist ganz klar, meine Damen und Herren, und hier sitzen viele Expertinnen und Experten in diesem Saal, wir werden die enormen Verkehrsströme der Zukunft nicht bewältigen, indem wir den Verkehr knebeln, sondern indem wir die Vorteile aller Verkehrsträger optimal nutzen, die Schnittstellen, die zum Teil schlecht sind, verbessern und die Verkehrsträger miteinander vernetzen. Ich will in diesem Saal nur noch mal in Erinnerung rufen, was seriöse Experten, die lange gerechnet haben, und es sind keineswegs die schlimmsten Prognosen, uns für die nächsten 15, 20 Jahre in der Verkehrsentwicklung in Deutschland voraussagen. Prognosen, die den im letzten Jahr verabschiedeten gesamtdeutschen Bundesverkehrswegeplan zugrunde liegen. Sie gehen von einer Zunahme des Güterverkehrs in den nächsten 15, 20 Jahren auf der Straße um 95%, des Personenverkehrs um ca. 30% aus. Im Transitverkehr durch Deutschland wird sich nach diesen Prognosen ein Ergebnis der erfreulichen Überwindung der Teilung Deutschlands, der Güterverkehr verdoppeln, der Personenverkehr könnte sich sogar verdreifachen. Das heißt, es muss alles getan werden, und Sie tun es hier, um die Abläufe auf der Straße zu reduzieren und die Straße, wo es möglich ist, zu entlasten und gleichzeitig mehr vom Verkehrszuwachs auf andere Verkehrsträger zu bringen. Deswegen halte ich nichts von diesem gepflegten Gegensatz zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern, der manchmal auch mit Ressentiments unterfüttert ist, sondern sehr viel von einer besseren Kooperation der Verkehrsträger. Wenn vor kurzem führende Spediteure bei mir waren, Herr Bünk, Herr Monning, meine Damen und Herren, die mir gesagt haben, sie hielten es für möglich, UCS in den nächsten Jahren durch eine Kooperation mit der Bahn bis zu 9 Millionen Tonnen Stückgut zusätzlich auf die Schiene zu bringen. Wir wissen, dass wir gegenwärtig keine 2 Millionen Tonnen Stückgut auf der Schiene haben. Dann sind das Zeichen, von denen ich nicht glaube, dass die Politik klug beraten wäre, sie per ordre de mufti zu verordnen, sondern dass die Klugheit der Verantwortlichen in allen Bereichen am Ende mit dafür sorgen muss, dass wir durch freiwillige Entscheidungen und nicht durch politischen Zwang auch notwendige Verlagerungsentscheidungen hinbekommen. Und insofern setze ich hier auch auf Schenker, aber auch auf die vielen anderen Firmen, die sich dieser Entwicklung stellen müssen. Es ist gesagt worden, Schenker will Nummer eins sein. Es ist verständlicherweise gesagt worden, Hessen will Nummer eins sein. Nun rede ich hier nicht als Baden-Württemberger und von den dortigen Ambitionen, sondern ich sage nur, unser Ziel muss natürlich sein, meine Damen und Herren, dass unser Land, dass Deutschland mit seiner Wirtschaftskraft ebenfalls die herausragende Stellung in Europa wahrnimmt. Und das kann es nur, wenn es immer wieder Verkrustungen überwindet, die sich in unserem Land eingeschlichen haben. Natürlich wissen wir alle, dass es Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Und es wäre unverantwortlich, darüber zu schweigen.
Aber wir wissen auch, meine Damen und Herren, dass sich in diesem Land das Klagen auf hohem Niveau zu einem Volkssport entwickelt hat. Und in diesem Wohlstandsdenken häufig auch die Bereitschaft fehlt, Verkrustungen zu überwinden. Verkrustungen beispielsweise bei Genehmigungsverfahren. Deswegen, Herr Bürgermeister, finde ich es erfreulich, was Sie hier als Beispiel angesprochen haben. Und deswegen war es dringend notwendig. Und Herr Staatsminister, ich bin froh, dass dann schließlich zum Schluss auch die hessische Staatsregierung mitgezogen hat, dass es uns im Vermittlungsausschuss im letzten Oktober gelungen ist, das Planungsrecht für alle Straßen, Schienen und Verkehrswege in Deutschland endlich zu modernisieren. Ich habe im letzten Jahr, es war eines meiner ersten Erlebnisse als Bundesverkehrsminister, ein Schienenteilstück in Baden-Württemberg eröffnet. Da sagten mir die Planer, der erste Entwurf stamme aus dem Jahre 1968. Wir haben uns in Deutschland Planungszeiten angewöhnt, die passen für ein mittleres Industriemuseum, aber nicht für einen modernen Industriestaat. Und deswegen bin ich froh, meine Damen und Herren, dass seit Anfang des neuen Jahres ein neues Planungsrecht wirksam ist, von dem ich jetzt nur hoffe, dass alle Beteiligten davon auch Brauch machen. Wir haben die ersten guten Erfahrungen bereits gesammelt, aber es hängt natürlich immer auch von den Verantwortlichen, auch in den Behörden ab. Herr Bürgermeister, Sie haben davon gesprochen, dass Sie dieses vereinfachte Planungsrecht auch nutzen. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. So wie in vielen privaten Unternehmen Hierarchieebenen verkürzt werden mussten als Folge der strukturellen Herausforderung, so muss es natürlich noch viel mehr bei staatlichen Unternehmen geschehen. Wir haben die Bahnreform zum 1. Januar 1994 nicht durchgesetzt, weil wir einen Schönheitspreis für Reformprojekte gewinnen wollen, sondern deswegen, weil wir wissen, dass nur eine unternehmerisch agierende Bahn, und auf die politische Bahnreform muss jetzt die innere Erneuerung folgen, auf Dauer in der Lage ist, aggressiv um Güterverkehrsmarktanteile zu ringen und mehr Güterverkehrsmarktanteile zu gewinnen. Und jeder von uns weiß, dass dieser Prozess nicht in wenigen Monaten abgeschlossen ist und dass auch am 1. Januar 1994 natürlich nicht mit einem Urknall ein neues Unternehmen entstanden ist. Und trotzdem ist es die einzige Chance, um mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, wenn die Bahn lernt, unternehmerisch vorzugehen, zu rechnen. Erstmals in der Geschichte der Bahn wird eine Kostenrechnung eingeführt. Und dann auch Mitarbeiter zu motivieren auf dem neuen Weg. Ja, meine Damen und Herren, insofern glaube ich auch, dass wir uns dazu bekennen müssen, dass wir riesige Verkehrsinvestitionen in der Zukunft brauchen. Im ersten gesamtdeutschen Bundesverkehrswegeplan sind rund 450 Milliarden D-Mark Investitionen bis zum Jahr 2010, 2012 vorgesehen. 47% der Mittel gehen in Schieneninvestitionen, 6000 Kilometer Schieneninvestitionen. 46% der Mittel gehen in Straßeninvestitionen. Und das will ich bei dieser Gelegenheit hier auch sagen, meine Damen und Herren. Natürlich sind wir heute weiter als vor 30 Jahren und wissen, dass wir außerordentlich verantwortlich umgehen müssen mit dem raren Schatz an Natur und Landschaft. 10% unserer Straßenbaumittel gehen inzwischen, Herr Bürgermeister, in Lärm- und Umweltschutz. Und ich werde mir Ihren Brief natürlich sehr genau ansehen. Aber erst wenn ich ihn angesehen habe, werde ich auch antworten und nicht mehr versprechen, als ich halten kann. Mehr Mittel gehen in den Lärm- und Umweltschutz als in jedem Industrieland Europas und das wird auch weiter so bleiben. Aber trotzdem sage ich eines auch, das gefällt nicht jedem hier im Land, möglicherweise den meisten im Saal, aber es wird auch in Zukunft einen ökologisch verantwortlichen Straßen- und, ich betone, Autobahnbau geben müssen. Wer darauf verzichtet, indem er glaubt, wenn immer mehr Verkehrsengpässe passieren, dann werden die Leute sich das Autofahren schon abgewöhnen, der macht eine ganz kurzsichtige Politik. Er wird am Ende die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland gefährden. Und ich glaube, das können wir nicht verantworten. Und das sollten wir auch deutlich sagen. Und richtig ist sicher, ich möchte das mit Nachdruck
unterstreichen, dass wir die großen Industrieballungsräume Deutschlands und die früher vernachlässigten Räume, das hiesige Gebiet ist ehemaliges Zonenrandgebiet und hat die ganzen Schwierigkeiten, aber auch Chancen der Wiedervereinigung Deutschlands jetzt zu meistern, dass wir diese Gebiete auch optimal erschließen müssen. Deswegen will ich den Punkt aufnehmen, den der Herr Kollege Klemm hier angesprochen hat. Es ist ganz selbstverständlich, dass die Bundesregierung in der Europäischen Union alles daran setzt, die Schienenachse über Frankfurt zu führen. Der Bundeskanzler hat mit dem französischen Staatspräsidenten bei der letzten Begegnung nochmal ausdrücklich festgelegt, dass sowohl auf französischer wie auf deutscher Seite alles getan wird, um dieses Ziel zu erreichen. Wir können nicht eine der zentralen Industrieregionen Deutschlands aus der europäischen Verkehrsvernetzung entfernen, sondern sie muss im Mittelpunkt stehen. Ich finde, meine Damen und Herren, ich sage das ganz offen und jeder im Saal weiß es ja auch, solche Entscheidungen kann man nicht von politischen Farben abhängig machen. Sie sind strategisch entscheidend für die Menschen und ich glaube, da haben wir ein gemeinsames Interesse dran, Herr Kollege. Und das sollten wir auch verwirklichen. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt ein langes Manuskript. Der Presse sage ich, betrachten Sie bitte jedes Wort als gesprochen. Im Übrigen aber meine ich, dass es gut tut, wenn die Festansprachen nicht zu lang werden. Mir hat mal ein schwäbischer Bauer, als ich bei einer Veranstaltung in meinem Wahlkreis sprach und der siebte Grußwortredner war, zu mir gesagt, Herr Minister, schwätze zu kurz. Da habe ich gesagt, ja, wie meinen Sie das? Hat er gesagt, halte sich an den alten schwäbischen Grundsatz, wenn no schon geschwätzt wäre, gefeiert ist gleich. Da Sie ein opulentes Essen vor sich haben, bei den Schwaben gilt übrigens der Grundsatz beim Essen, man glaubt nicht, was in der Nei geht, wenn man Eiglade ist. Meine Damen und Herren, weiß ich, was ich Ihnen vorenthalte, wenn ich meine Zeit nicht reduziere, sondern ich kann nur sagen, Herr Monning, meine Damen und Herren, ich wünsche Schenker Eurocargo und diesem Hub, wie man neudeutsch sagt, allen denkbaren Erfolg, den Mitarbeitern, von deren Leistungsbereitschaft der Erfolg abhängt, den Kunden von Schenker. Ich glaube überhaupt, dass es eine gute Chance gibt, aus der schwierigen, krisenhaften Situation der Fuhrunternehmen und Speditionen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung herauszukommen. Und das Einzige, was ich Ihnen verspreche, Geld verspricht ein Schwabe grundsätzlich nicht. Das gilt der alte schwäbische Grundsatz, was man hergebe, hämmern nimmer. Meine Herren, das Einzige, was ich Ihnen verspreche, ist, dass ich auch in meiner jetzigen Eigenschaft als Vorsitzender des Europäischen Ministerrats alles daran setzen will, dass die Wettbewerbsnachteile, die deutsche Unternehmen im europäischen Horizont immer noch haben, bei einigem sind wir vorangekommen, bei der Angleichung der Steuern, bei der Einführung der LKW-Gebühr ab 1. Januar 1995, bei anderem haben wir noch viel zu tun, technische, soziale Harmonisierung, dass wir hier weiter voranmachen werden, mit den Verbänden, mit den Unternehmen zusammen, denn nach wie vor hängen davon viele Arbeitsplätze ab und die Existenz vieler Unternehmen. In diesem Sinne, Glück auf, viel Erfolg für Friedewald, Ihre Gemeinde hier im Herzen Deutschlands, die so viel auch gewinnen kann durch die Wiedervereinigung Deutschlands, aber auch dem Unternehmen. Und Ihnen alles Gute. Und wenn ich Sie nachher beim Essen verlassen muss, dann tut es ein Schwabe immer mit einem weinenden Auge. Trotzdem Glück auf Ihnen allen. Ja, Herr Minister, Sie setzen mich natürlich jetzt verschärft unter Druck, als Fünfter hier zu beginnen. Aber da ich lange Zeit auch in Schwaben gelebt, aber noch lebe, will ich dann noch eins auch dazu sagen. Die sagen ja auch immer beim Essen, wenn Sie gut gelaunt sind, nun esst und trinkt, es ist schon alles verschmerzt. Meine Damen und Herren, zu einem großen Sprung gehört ein großer Anlauf, sagt man.
dass es auch anders geht, nämlich mit einem kurzen Anlauf oder sogar einem Sprung aus dem Stand, hat Schenker Eurocargo Deutschland im letzten Halbjahr hier bewiesen und der Herr Bürgermeister Schäfer hat das ja in unwiederholbarer Art und Weise geschildert. Ich bin sicher, dass dieser beachtliche Sprung Schenker Eurocargo auch einen beachtlichen Vorsprung sicherstellen wird. Und wenn zu einem solchen Ereignis so viele Gäste, unter ihnen auch viele Kunden anreisen, fühlen wir uns nicht nur geehrt, sondern eben auch in diesem Gefühl bestätigt, dass unsere Gesellschaft etwas Besonderes geleistet hat. Vor allem noch einmal meinen Dank an Sie, Herr Bundesverkehrsminister, des sozusagen für uns zuständigen Ministers, für diese Festrede und dies trotz, und Sie haben es vorhin mir schon mal gesagt, eines zweifellos bewegten Terminkalenders. Ihr Parteifreund Rommel, Oberbürgermeister in Stuttgart, hat in einem vom schwäbischen Verständnis geprägten Satz einmal gesagt, es wird immer schwerer, etwas zu tun und immer leichter, etwas zu verhindern. Die Eröffnung unseres Hubs, und ich glaube, das haben alle Vorredner eindrucksvoll geschildert, ist der Beweis dafür, dass es hier wieder etwas getan worden ist. Etwas tun bzw. etwas unternehmen heißt ja auch, alte Schemata verlassen und Neuland zu betreten. Es zeigt nicht nur, sondern es ist das Wesen unternehmerischen Handels, so wie wir es auch in unserem Unternehmen als Unternehmensphilosophie verstehen. Die europäischen Speditionen befinden sich immer noch in schwerer See. Die erzielbaren Umsatzrentabilitäten, wobei selbst große Konkurrenten zum Teil gar keine oder sogar negative erzielt haben, sind nicht ausbalanciert mit den für die Aufrechterhaltung von Logistiknetzen zu übernehmenden Risiken und richtige, und ich betone ausdrücklich richtige, Deregulierungsentscheidungen sind noch nicht konkurrent zu den entsprechenden Harmonisierungsnotwendigkeiten. Übrigens betreffen solche Unproportionalitäten nicht nur unsere europäischen Landverkehre, sondern auch unsere internationalen See- und Luftverkehre. Auch im Verhältnis zu anderen außereuropäischen Staaten, etwa China, wo wir mit riesigen Anstrengungen mittlerweile 10 Branch Offices errichtet haben, wir dort auch Steuern zahlen, aber nicht den Status einer Rechtsperson erhalten können, wie das zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen meines Wissens in Deutschland ohne weiteres bekommen würde. Es sind viele Bälle in der Luft, was die Zukunft von Speditionsunternehmen anbetrifft. Ob der Trend zu Nischenstrategien in der Spedition Resultat des herrschenden Verdrängungswettbewerbes oder strategische Antwort auf Anforderungen der verladenen Wirtschaft darstellt, auf diese Frage weiß auch eine Expertenstudie der Deutschen Bank noch keine Antwort. In einem Gutachten zum Verkehrsmarkt heißt es, dass erst die nächsten Jahre eine genauere Deutung werden zulassen. Dies ist deckungsgleich mit unseren täglichen Erfahrungen. Für uns, die wir für unsere Unternehmen und seine Belegschaften verantwortlich sind, heißt dies aber, dass wir nicht in Schwarz und Weiß denken dürfen, sondern dass wir unseren Unternehmen Optionen für verschiedene denkbare Entwicklungsabläufe offenhalten müssen. Solche Optionen werden auch durch dieses Hub freigehalten. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Investition. Zugleich wird unser Versprechen gegenüber unseren Kunden weitergetragen, ständig an der Verbesserung der Qualität unserer Produkte zu arbeiten. Und es ist der Beweis, dass in Verfolgung legitimer wirtschaftlicher Interessen eines Unternehmens, etwa in Form von Produktivitätsfortschritten, zugleich ein Beitrag zur ökologischen Entlastung geleistet werden kann. Dabei stellt die Reduzierung der Fahrleistungen die Chance zur Verringerung der Verkehrsbelastungen dar. Denn die Fahrleistungen, nicht die Verkehrsleistungen, sind maßgeblich für die Erhöhung des Verkehrsinfarktrisikos. Und die Verkehrsleistungen, die wollen wir mit Hilfe dieses Hubs erhöhen, nicht die Fahrleistung. Der LKW, das ist mir bei Ihrer Ansprache, Herr Minister, eingefallen, ist übrigens immer oder hat immer ein Stück Bruttosozialprodukt geladen, was man nicht von jedem PKW, der auf unserer Straße ist, sagen kann. Und insoweit, glaube ich, ist das Verhältnis LKW zu Bahn oder Schiff, es ist kein Konkurrenzverhältnis, sondern ein ergänzendes. Dieses Hub wurde von Vorstand und Mitarbeitern der Schenker Eurocargo Deutschland geplant und errichtet.
Schenker Eurocargo, Deutschland ist mit 2 Milliarden D-Mark Umsatz und 7.000 Mitarbeitern nicht nur im Bereich von Schenker Rhenus die größte Einzelgesellschaft, sondern darüber hinaus im gesamten Stinnes-Konzern. Sie kennen die Daten. Schenker Rhenus hat insgesamt 16.000 Mitarbeiter, ist mit seiner Tochtergesellschaft Schenker Eurocargo Deutschland europaweit das größte speditionelle Landunternehmen und auch mit Schenker International das größte Speditionsunternehmen für See- und Luftfracht. Zum Beispiel führt die Tochtergesellschaft Schenker International auch in diesem Jahr die JATA-Liste in Deutschland wieder als Nummer 1 an. Und Herr Staatsminister Klemm, insoweit sind wir auch der größte Frachtkunde des Frankfurter Flughafens. Noch einmal zurück zur Landspedition. Sie erwarten sicher von mir, einen stellungnehmenden Satz zu Bahntrans zu hören. Wir haben immer die Ansicht vertreten und deshalb begrüßen wir die nun gefundene Lösung, dass Spedition und Carrierfunktion voneinander zu trennen seien. Und nur, Herr Minister, Sie hatten das angedeutet, ein erstklassiger Carrierbahn, betriebswirtschaftlich erstklassig, qualitätsmäßig erstklassig, wird es ermöglichen, dass die Speditionen auch die entsprechenden Zusagen bezüglich ihrer Frachtaufkommen auf die Bahn bringen. Und Herr Minister, Sie werden sich sicher auch an unser Gespräch vor einem Jahr erinnern, in dem ich vehement diesen Grundsatz der Trennung dieser beiden Systeme bei Ihnen vertreten habe. Wir begrüßen, dass durch die Übernahme der unternehmerischen Führung der Bahntrans durch ein Speditionsunternehmen nun klare Wettbewerbsverhältnisse geschaffen sind. Angesichts dieser Situation glauben wir, durch eigene Anstrengungen bezüglich Qualität unserer Produkte und Kommunikationsfähigkeit unserer Systeme sowie durch Ausbau unseres Netzes mit Schwerpunkt auf der europäischen Dimension für die Zukunft unseres Unternehmens mehr tun zu können, als würden wir sie noch einmal mit ganzer Kraft in einer Großfusion konzentrieren. Eine Fusion dieser Größenordnung erfordert aber die volle Kraft eines Unternehmens und das volle Können seiner Belegschaft und seiner Mitarbeiter. Wenn die entsprechenden Synergieeffekte auch tatsächlich gehoben werden sollen und die einer Fusion, und wir kennen auch die Risiken der jetzt angesprochenen Fusion, die einer Fusion innewohnenden Risiken beherrscht werden sollen. Meine Damen und Herren, wenn ein Schiff getauft wird und in sein Element geht, wünscht man ihm, dass es stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel haben möge. Solch schöne bildhafte Beschreibung meines Wunsches für dieses Hub ist mir für unsere profane Logistikwelt leider nicht eingefallen. Wenn man davon absieht, dass ich ihm einfach wünsche, dass der tägliche Durchsatz mindestens 500 Tonnen betragen sollte. Deshalb Ihnen, Herr Monning und meine Herren des Vorstandes und denjenigen, die insbesondere an der Verwirklichung dieses Hubs gearbeitet haben, aber auch seiner gesamten Belegschaft und dies im Namen des Vorstandes Schenker Rhenus und es im Namen des Vorstandes der Stinnes AG. Ein herzliches Glück auf und ich glaube, angesichts der Fördertürme in dieser Landschaft und angesichts der Kapelle, die hier neben mir steht, ist das auch ein angemessener Wunsch. Noch einmal Glück auf. Herr Minister, Herr Dr. Forster, Sie haben informiert, Sie haben Glückwünsche ausgesprochen, Sie haben gelobt, Sie haben Anstöße zum Nachdenken gegeben und das ist sehr viel. Dafür herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es erfolgt nunmehr die Schlüsselübergabe durch Herrn Architekten Lutz an Herrn Vogler und an den Leiter dieses Hubs, Herrn Meissner. Herr Lutz. Sehr geehrte Damen und Herren, zu einer der letzten Aufgaben des Architekten gehört die Übergabe eines Bauwerkes an den Bauherrn. Bereits im Februar 1992 wurden Überlegungen für ein Hub in Friedewald angestellt. Nach internen Planungen bezüglich Betriebsablauf, Materialfluss und der Flurförersystem sowie der Klärung bauplanungsrechtlicher Vorgaben erhielt mein Büro
im Mai 1993 den Auftrag für die Realisierung dieses Projektes, wofür ich mich herzlich bei dem Vorstand der Firma Schenker Eurocargo AG sowie bei der Zentralabteilung Einkauf Technik Herrn Seufert bedanke. Nach kurzer Planungszeit wurde im Juni 1993 der Bauantrag bei der Gemeinde Friedewald eingereicht. Hier stellte sich mit Herrn Bürgermeister Schäfer ein Mann hinter dieses Objekt, dem es gemeinsam mit der beteiligten Baubehörde gelang, für die Baugenehmigung in einer außergewöhnlich kurzen Zeit zu sorgen. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Schäfer und die beteiligte Baubehörde. Bei diesem Bauvorhaben galt es vor allem Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, kurze Bauphase über den Winter hinweg, die Corporate Identity sowie den vorgegebenen Kostenrahmen der Firma Schenker Eurocargo AG zu beachten. Dafür, dass es gelang, die Bauphase auf ca. 7 Monate über den Winter hinweg, trotz Frost und schlechten Wetters, zu beschränken, genau nach Terminplan, bis Ende Mai 1994, gilt allen beteiligten Firmen, den Ingenieurbüros Knörnschild, Dr. Jahn, Degra EDS, der Bauleitung meines Büros, Frau Fröbel, sowie Herrn Pfeiffer, dem kompetenten Fachmann von der Bauabteilung Firma Schenker Eurocargo AG, großer Dank für ihr Engagement und ihre Mitarbeit. Zwei Personen haben das Zentralhub maßgeblich vorangetrieben, damit sie auch in ihren Büros in Dortmund und Coburg den Überblick über das Hub behalten, möchte ich verbunden mit dem Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit den Direktoren Herrn Vogler und Herrn Seufert an dieser Stelle eine Luftbildaufnahme des Hubs überreichen. Ich sehe aber gerade, ich habe es vorhin hier abgelegt, ich weiß nicht, wo die zwei Bilder geblieben sind. Ich weiß nicht, wer sie beseitigt hat. Wenn nicht, müssen wir zu gegebener Zeit nachholen. Moment, Herr Seufert, das klappt noch. Die Kapelle hat Platz gebraucht. So, Herr Seufert. Schön. Danke für die gute Zusammenarbeit. Lieber Herr Meisner, nun darf ich Sie aufs Podest bitten. Ich darf Ihnen als Geschäftsführer des Hubs den symbolischen Schlüssel, der auch im Design der Firma Schenker Eurocargo AG von den Farben her gehalten ist, überreichen, verbunden mit den Glückwünschen, viel Glück in Ihrer neuen Anlage und auch den sicherlich nötigen Erfolg, den Sie hier brauchen. Danke. Dankeschön. Ja, Herr Lutz, ich darf mich bei Ihnen bedanken für die tolle Zusammenarbeit während der gesamten Bauphase und dafür, dass die Anlage so schnell errichtet werden konnte. An Sie, liebe Ehrengäste, meine Damen und Herren, das Versprechen von der Mannschaft, von meiner Mannschaft im Zentralhub in Friedewald, hier in dieser tollen Anlage mindestens genauso gute Arbeit zu leisten, wie das vom Architekturbüro Lutz der Fall gewesen ist, um den Anforderungen unserer Kunden und der Geschäftsstellen der Schenker Eurocargo AG, deren hohen Ansprüche an uns Genüge zu leisten. Und wir, meine Kollegen vom Zentralhub Friedewald und ich, freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, es ist soweit geschafft. Der offizielle Teil ist beendet. Ich bedanke mich nochmals bei Ihnen, bei den Ehrengästen, bei den Rednern. Sie sind jetzt alle herzlich eingeladen zu einem Festschmaus. Hier steht noch 15 Minuten organisatorische Pause,
aber meine Nase sagt mir, dass das wahrscheinlich etwas schneller geschieht. Wir haben uns bemüht, bei dieser Festivität Firmen der einheimischen Wirtschaft zu beauftragen. Der Festschmaus wird geliefert und serviert vom Gasthausträger hier aus Friedewald. In diesem Zusammenhang darf ich auch hier noch einmal die Kapelle vorstellen. Es handelt sich um die Bergmannskapelle von Kali und Salz. Wir werden, wenn es hier schneit und die Schneegänse weg sind, werden wir unser Salz bei Kali und Salz kaufen, um zu streuen. Und es ist auch eine Bitte an Sie, wenn es also im Winter friert und glattert ist, nehmen Sie Salz von Kali und Salz. Die Ansage hat einen kleinen Hintergrund, es ist ja nichts umsonst. Aber Kali und Salz gehört ja bekanntlich zu BASF. Und ich habe von den verantwortlichen Herren, dass wir 1000 Tonnen mehr bekommen, wenn ich diese Ansage mache. Meine Damen und Herren, ich darf noch sehr herzlich den Organisatoren, vornehmlich Herrn Frischmann und seiner Mannschaft, danken für die Organisation hier. Wir haben keine Firma beauftragt. So etwas machen wir selbst. Nicht, weil wir große Übung darin haben, aber die Kreativität ist halt da. Im Anschluss an das Essen sind Sie alle herzlich eingeladen, das Hub zu besichtigen. Die Fahrzeugschau steht draußen. Nochmals herzlichen Dank an Sie. Haben Sie noch ein paar nette Stunden mit uns. Vielen Dank. Unser nächstes Thema. Wir kommen wieder zu Unternehmen, die jetzt in Deutschland investieren. Beispiel die Schenker Eurocargo AG. Heute Vormittag wurde ihr neues Zentralterminal bei Bad Hersfeld eingeweiht. Ausgefeilte Logistik mit weniger Lastkraftwagen soll auch die Umwelt schonen. Mehr dazu von Martin Angelstein. Wenn es Nacht wird, erwacht das neue zentrale Verteilungszentrum von Schenker Eurocargo zum Leben. Unmittelbar an der Autobahn A4 im Gewerbegebiet der nordhessischen Gemeinde Friedewald hat der Branchenriese 10 Millionen Mark investiert. Der Neubau ist das Herzstück eines flächendeckenden Rasternetzes, das zunächst 51 Stückgutterminals in ganz Deutschland miteinander verknüpft. Damit setzt Schenker erstmals das bei Paketdiensten bewährte Hub-and-Spoke-Prinzip in die Arbeitsabläufe einer Spedition um. An einer Seite laden die Lkw durcheinander gewürfelt das Stückgut aus. Es wird in 50 Richtungen sortiert, sofort wieder verladen. Die Vorteile: mehr Präzision und Sicherheit, aber vor allem auch Umweltentlastung durch weniger Verkehr bei garantierten Laufzeiten von weniger als 24 Stunden. Als großen Wurf feierte die Branche heute Morgen das neue Zentrum. Für Verkehrsminister Wissmann ist das auch keine Absage an die Schiene. Wir investieren als Bund in den nächsten Jahren über 4 Milliarden in die Schnittstellen zwischen Bahn und Straße, also Güterverkehrszentren, Containerterminals, weil wir natürlich alles daran setzen wollen, auch mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen. Und das ist notwendig, denn ein scharfer Wind weht Politikern und Unternehmern bei der Güterbeförderung ins Gesicht. Mit dem Zentrum in Friedewald, wo auch 50 neue Arbeitsplätze entstanden, hat Schenker noch weitere Ausbaupläne. Schon bald soll hier europaweit Stückgut sortiert werden und das Terminal auch für neue logistische Systeme der Branche zur Verfügung stehen.